Meine Damen und Herren, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Versicherungsaufsichts- und Kostenerstattungsgesetzes, die Drucksache 19/5794 aus 19, und erteile Herr Staatsminister Al-Wazir für die Einbringung das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Hessische Wirtschaftsministerium hat die Versicherungsaufsicht über die Evangelische Zusatzversorgungskasse in Darmstadt sowie vier kommunale Zusatzversorgungskassen in Darmstadt, Frankfurt, Kassel und Wiesbaden. Geregelt ist das Ganze im Hessischen Versicherungsaufsichts- und Kostenerstattungsgesetz. Wir bringen hier ein Gesetz zur Änderung desselben als Landesregierung in den Hessischen Landtag ein. Das Ziel ist die Fortentwicklung des HVEG als modernes Aufsichtsgesetz, um die Kassen weiterhin wirksam und effektiv beaufsichtigen zu können. Es geht um die Anpassung an die Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes auf Bundesebene. Das ist die Änderung eines reinen Fach- bzw. Aufsichtsgesetzes. Und, Herr Rudolph, es hat vorher auch eine Anhörung der Landesregierung stattgefunden. Und deswegen freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Es ist keine Aussprache für heute vorgesehen. Deswegen überweisen wir diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA.